Ah, hallo und herzlich willkommen zu Yuki Honor, einem weiteren Chillers Art Game. Es ist jetzt 3 Wochen, glaube ich, her, dass ich das letzte Chillers Art Spiel gespielt habe. Und ja, ich dachte mir, wenn mal wieder Zeit, das ist wieder so ein Spiel wie Akamanto. Also mit Permadeath und allem, wenn du einmal vom Monster getötet wirst, war's das. Du musst halt einen Haufen Sachen sammeln. Es ist halt dieses Granny-Prinzip. Ich hoffe, ich muss diesmal nicht so viel übersetzen. Nicht so viel wie beim letzten Mal. Oh, bitte. Das ist das. Das ist der Ort. Ich muss sie zurückbekommen. Okay. Diesmal werden wir von keinen Bullies hierher getrieben. Nee, diesmal... Komm, lass zurückfahren. Lass zurückfahren. Dieses Mal sind wir hier... Können wir sprinten? Ja, wir können. Das ist mal so was eigenen freien Stücken hier. Alter, die Lichteffekte. Ich mag das. Ich mag so Spiele, die so in der Winterwelt so im Schnee spielen. Finde ich unglaublich geil. Ah, ja, okay. Ist das so ein Tempel, ne? Ja. Viele asiatische Games gezockt. 10 Stunden später weiß man, wie sowas aussieht. Es hat wirklich dieser Pappschnee-Sound. Auch gut. Hier rein? What the fuck? Ich mag diesen Effekt bei Spielen. Oh. Ich habe absolut keine Ahnung, wie der heißt. Oder ob der überhaupt einen Namen hat. Na gut. Das ist Flashlight. Was ist das ja? Eisfragment. Okay. Ich erinnere mich an das erste Mal, wo wir uns getroffen haben. Du hast im Schnee geschlafen und ich war so schockiert, dass ich dachte, dass mein Herz stehen bleiben würde. Ich kann mich erinnern, dass du aufgewacht bist und das erste, was aus deinem Mund kam, war: Wo ist Sato? Wie du immer andere Leute vor dich selbst stellst, ist sehr ehrenhaft. Ich fühle mich schlecht für das, was danach mit Sato passiert ist, aber ich bin froh, dass uns nichts passiert ist. Okay. Übrigens, nur vorneweg, falls ihr jetzt immer bei meinen Spielen ein Klicken hört. Ich habe mir eine neue Maus gegönnt, nämlich die Logitech G703. Und die klickt verdammt laut. Meine alte war ja mega ruhig und so. Ich wollte auch mal eine Maus mit guter Reaktionszeit und die... Ah, zum Verstecken. Die ein bisschen schneller ist. Jetzt haben wir eine. Also deswegen nicht wundern. Ich schätze, jetzt gibt es keinen Weg zurück. Ja. Deswegen wärst du einfach wieder in dein Auto eingestiegen, Kumpel. Was ist das? Nichts. Irgendwas? Nee. Was? Es wird zugehalten, oder? Psst. Hi! Wer bist du denn? Hey, hey du. Ich weiß nicht, wie ich hier reingekommen bin. Ich hab zu viel Angst, um hier rauszukommen. Ich werde warten, bis der Morgen kommt. Bis dahin brauche ich irgendwas, um mir die Zeit zu vertreiben. Ich habe meine Spielekonsole mitgenommen, aber ich glaube, ich habe die Game Disc irgendwo fallen lassen. Ja, Pech für dich, Kumpel. Könntest du mir nicht helfen, sie zu finden? Was kriege ich dafür? Nee. Ich muss gucken, ob ich dir deine Game Disc holen kann. Stuck. Okay. Lässt sich nicht öffnen. Ist das ein Bug? Nee. Das ist irgend so ein Vorhang. Irgend so eine Fahne. Ja, okay.
Ist das jetzt hier so eine Sauna? Energy Drink. Trinken, nein. Onsenwasser. Ach, Onsen, das sind doch solche japanischen so Naturbäder, ne? So was Heilendes. Geil. Kann ich hier rein? Ne, wir schweben drauf. Cooles Setting. Hier fühle ich das auf jeden Fall mehr als bei Akamanto in dieser Schule. Traditionelle Puppe. Die sieht aus wie vom Spookies Jumpscare Mansion DLC. Genauso sieht das aus. Muss ich auch mal spielen. Demnächst. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas war. Ich muss gucken. Wenn nächstes dann gehen wir. Also, wenn doch schon, dann gehen wir da halt wieder zurück. Was ist das? Was auch immer es war, ist es weg. Rust Removal. Das ist irgend so eine Creme, um Rost wegzumachen. Ja. Schön. Was ist hier? Eine Kettensäge! Geil! Give me that! Ich hab eine Idee. Das müsste ja, glaube ich, auch nicht weit weg sein. Habe ich mich noch richtig dran erinnert? Renn! Nee. Kann ich mich hier... Ich habe hier eine Kettensäge. Im Raum gegenüber ist was zum Verstecken. Lass mich durch! Ah! Hat die mich nicht gesehen? Ich bin vor der in das Ding gegangen. Ha. Schmolle. Würde ich mal sagen, liegen wir hier ist mein Haufen Zeug hin. Energy Drink. Ja. Oh, da war die schon wieder, die Olle. Huh. Okay, viel, viel aggressiveres Monster wie bei Akamanto. Will die hier reinkommen? Ich hab Zeit. Willst du mich verarschen? Geh weg. Hau ab. Ich glaube, die geht nicht mehr. Ich glaube, die bleibt jetzt so lange. Ah. Renn. Hier war doch Eingang, oder? Lauf! Sie weg. Alter. Das war auf keinen Fall so geplant. Ich wollte ja noch die Kettensäge und das Rust Removal und den ganzen Scheiß mitnehmen. Das ist Metal Boards. Können wir wahrscheinlich mit einem Brecheisen wegmachen. Oder mit der Kettensäge, aber. Padlock. Rostiger Schlüssel, dafür wahrscheinlich der Rostentferner, ne? Ist das hier? Enter. Okay. Ja, sie wünschen. Ich riese Gasoline, also Benzin so. Ein Ofen? Was ist das? Eisfragment. Wie geht es dir? Ein weiterer kalter Winter ist gekommen.
Es hat jetzt die letzten Tage sehr geschneit. Und es steht schon. Oh, der Schnee steht schon auf Knielevel. Ja, okay. Ich erinnere mich daran, wie du gesagt hast, dass ich so weiß wäre wie der Schnee. Ich würde dich wirklich gerne treffen. Okay. Ist anscheinend eine Love Story. Okay? Ist eine Love Story. Ist hier noch irgendwas? Cool. Hat aber seinen eigenen Charme. Die Tür. Ist hier. Ich hab's nicht mal gesehen. Irgendein Artefakt oder so, ne? Eisfragment. Es fühlt sich fast wie ein Traum an, dass du so, also dass du mich magst. Ich kann nicht auf den Tag warten, bis ich wieder mit dir zusammen bin. Ich habe schon viele Blumen für dich gepflückt. Selbst die Vögel hören sich so an, als würden sie nur für mich singen. Ich freue mich auch schon darauf, deine Eltern kennenzulernen. Ich werde versuchen, mich so gut vor ihnen zu geben, wie ich kann. Okay, ist anscheinend eine Kennenlern-Story oder so, aber wir haben bis jetzt nur seine Worte gehört. Warte, ist das unsere Freundin und die wurde irgendwie verflucht? Ja, das wäre eine lame Story. Guck mal, das legen wir noch ab. Clean Key. Hä, war der nicht eben noch rostig? Die Puppe können wir wahrscheinlich verbrennen oder irgend so einen Scheiß. Was ist das? Lock behind, von der anderen Seite verschlossen. Ja, okay. Kettensäge. Jetzt das Rust Remover. Hier. Oh, mit dem Schlüssel können wir dann wahrscheinlich das Padlock-Ding aufmachen, oder? Oder liege ich gerade falsch? Das war doch hier, ne? Nicht? Wieso geht's jetzt? Weil es war das einzige Schloss bis jetzt. Es hatte nur Sinn gemacht. Schleim. Was ist das? Escape. Schleim. Oh, das ist eine Falle von ihr. Weiß jetzt, wo ich bin? Ist mit Haaren. Ist voll mit Haaren. Ich habe eine Möglichkeit, die wegzumachen. Kettensäge. Hier. Das. Ist sein Schalter fehlt. Oder hat sein Hebel. Okay. Da fehlt eine Sicherung. Ja, nehmen wir alle Sicherungen. Nee. Wir können der. Mal hier nur um die Ecke. Ist chillig. Ich glaube, sie hat uns nicht gesehen. Ansonsten wäre schon wieder und so. Sie ist hier drin. Sie ist hier drin im Raum. Sie ist weg. Ha! Challenging der Geist. Keinesfalls. Easy. Ah, aber sie liegt fallen zu den Sachen, wo ich jetzt nächstes hin muss. Clever. Hä? Kann ich das nur mit einem Eimer machen? Ich hätte da auch Gasolin reinfüllen. Hm. Aber ist das nicht Benzin? Ich habe mich doch einfach nur falsch übersetzt und bin voll Idiot. Wahrscheinlich das letzte, ja, wahrscheinlich das. Ist hier irgendwas? Planks. Da waren wir schon.
Shogi-Stück. Was ist Shogi? Fuck. Oh, das sieht irgendwas, was hochgeht, wenn ich hier den gelben Scheiß hab. Runter. Ja, klar. Sie ist hier irgendwo. Also die Fallen, die sie auslegt, das ist mies. Lass das. Yellow Lever. Okay, wir haben schon mal einen Hebel. War der? Das hier irgendwo? Kannst du? Macht nicht. Ach, weil ich die Fuse noch brauche, damit es losgeht, ne? Damit alles aktiviert wird, wahrscheinlich. Was kann ich jetzt machen? Ein Schlüssel, ich habe eine Kettensäge. Ein Shogi-Stück, eine Puppe und ein Eimer Wasser. Das ist die schlechteste Combo ever. Ach, das Rust Removal ist jetzt auch komplett weg. Kann ich erstmal ablegen. Wir schlagen uns gut, Freunde. Wir schlagen uns gut. Bis jetzt noch nicht einmal gestorben. Ich sage aber auch, ich werde das Spiel wahrscheinlich nicht durchspielen. Und wenn ich sterbe, dann lasse ich es auch komplett. So habe ich es auch bei Akamanto gemacht. Und ich bin sowieso nicht da drauf und dran, diese Spiele durchzuspielen. Alter, kalt. Wird dezent cold. Gehst du weg? Ich hab eine Kettensäge. Nein, nein, nein. Hau ab. Rennen wir. Die hat es echt auf einen abgesehen. Die lässt dann auch nicht mehr los. Nicht ja auch noch, oder? Bist du jetzt weg? Endlich? Ich hasse die Alte. Die ist nicht so groß wie der Akamanto-Geist, aber... Kann ich dich nicht da reinfüllen? Oh, da kann ich hier das Onsenwasser kochen. Warte. Es wäre halt eine Möglichkeit, dass ich hier das Wasser kochen kann. Die ist böse. Die macht böse Fallen. Mit rein? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, was habe ich denn? Was könnte ich denn jetzt machen? Da hat die Kettensäge schon Power. Das wäre ein ziemlicher Fail, wenn die schon Benzin hätte und ich habe es einfach noch nicht getestet. Okay, sie ist weg. Der Schleim ist auch weg. Könnt's einfach mal testen. Ja, ohne. Willst du mich verarschen?
Ist auch dezent leise, ne? Fuel empty. Ah, jetzt können wir wahrscheinlich wieder auffüllen. Ich gehe direkt zurück. Und fülle die Scheiße auf. Und dann... Mach mal das, ne? Sehr gut. Das ist jetzt so ein weiteres Gebiet, oder? Boah, es sieht auf jeden Fall danach aus. Oh, ein weiteres Fragment. Ich bin endlich so erleichtert, dass das Engagement so gut gelaufen ist. Deine Eltern sind wirklich nette Leute. Wir werden in der Zukunft es gut mit ihnen verstehen. Und die Hochzeit kommt näher. Ich zähle schon die Tage noch mit meinen Fingern. Ich hoffe sehr, dass jeder, der zur Hochzeit kommt, auch Spaß hat. Ich freue mich sehr, mit dir zusammen zu sein. Okay, das hört sich nach einer perfekten Liebe an, aber anscheinend wollen wir ja das Girl wieder zurückholen. Hier können wir uns wieder verstecken, okay. So, sie latscht jetzt auch aktiv draußen rum. Okay. Sehr, sehr gute Aussichten. Not. Ich mach das auch in einem Video. Ich mach so lange, bis ich den Scheiß hier wirklich schaffe. Was? Es ist der erste Winter, dass ich mit dir zusammen bin. Die Hochzeit war großartig. Ich spüre richtig diese Glücklichkeit, wenn ich aufwache und du, direkt neben mir liegst. Dieser Winter ist kalt, aber ich muss dir wirklich danken, mein Herz ist so warm. Ich hoffe, sieht so aus, als dass ich diesen Winter besser durchstehe wie den davor. Okay, sie haben wirklich geheiratet, also nichts kam dazwischen. What the fuck? Eine Bohrmaschine und eine Schaufel. Hungrige Ziege. Was willst du? Ich hab nichts zu essen. Heu oder irgendwas holen? Ich weiß es nicht. Schleim. Ja, den sieht man hier so gut wie gar nicht. Das ist mies. Ciao. Hab das Gefühl, die lässt nicht von uns los. Können wir mal richtig provozieren? Sich umdreht, sind wir am Arsch, ne? Okay, nicht gut. Hä? Was machst du? Scheiße, nein. Renn. Oh, hallo Ziege. Toll. Das habe ich versaut. Willst du mich verarschen? Nur durch einen kleinen Schatz? Ich wollte es... Scheiße. Das ist nicht gut. Ja, zumindest sind wir weit gekommen. Ich hätte es wahrscheinlich durchspielen können, wenn ich nicht so ein Vollidiot gewesen wäre. Gut, dann war's das mit dem Video. Ciao. Das ist wahrscheinlich mega lang geworden.